Artikelnummer SCP-3671. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-3671 ist auf einem beschrifteten Regal im Pausenraum von Standort 19 zu lagern. Dem Personal steht es frei, die Inhalte von SCP-3671 zu verzehren. Das Aussehen und der Inhalt von SCP-3671 sind täglich zu fotografieren und zu dokumentieren. Aktualisierung: Nach Zwischenfall 2018-03-13 ist SCP-3671 in einem normal gesicherten Vorratsschrank in Lagerflügel K14 von Standort 19 zu verwahren. Aussehen und Inhalt sind täglich zu fotografieren und zu dokumentieren. Schadstoffe sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Beschreibung: Bei SCP-3671 handelt es sich um eine generische Frühstücksflockenschachtel. Jeden Tag um 6.30 Uhr Ortszeit wird sich ein neuer Plastikbeutel mit Cerealien in SCP-3671 manifestieren, der den vorherigen Beutel und seinen Inhalt ersetzt, wenn dieser nicht bereits zuvor entfernt wurde. Die Verpackung verändert sich ebenfalls und passt sich dem neuen Inhalt an. Nach Zwischenfall 2018-03-13 wird angenommen, dass SCP-3671 ein Bewusstsein besitzt und sich in einem gewissen Umfang seiner Umgebung bewusst ist. Aufzeichnung über das Aussehen und den Inhalt von SCP-3671. Auszug aus den Aufzeichnungen. Datum 22. Februar 2018. Aufschrift: Erdbeerkarrees. Inhalt: quadratische Weizenstücke, rosa und mit Erdbeergeschmack. Notizen: keine. Datum 5. März 2018. Aufschrift: Bacon Blast. Inhalt: Cornflakes mit Speckaroma. Der Geschmack wurde als ungewöhnlich, aber nicht unangenehm beschrieben. Notizen: keine. Datum 12. März 2018. Aufschrift: Schokobrocken. Inhalt: Cornflakes mit Milchschokolade ummantelt. Notizen: Dr. Frank Wright hat, während er den Plastikbeutel im Inneren herausnahm, versehentlich die Schachtel eingerissen. Datum 13. März 2018. Aufschrift: Fick dich, ich gebe dir jeden Tag Müsli und so dankst du es mir? Inhalt: Rasierklingen. Notizen: erster aufgezeichneter Fall, bei dem SCP-3671 nicht essbare Objekte manifestiert. Datum 15. März 2018. Aufschrift: Im Ernst, Mann, du bist ein Arsch. Das Mindeste, was du tun kannst, ist, dich zu entschuldigen. Inhalt: verschiedene Heftzwecken und Reißnägel. Notizen: keine. Datum 20. März 2018. Aufschrift: Wie nennt man eine Cornflake-Schachtel im Blutrausch, weil jemand nicht aufgepasst hat, als er sie aufgemacht hat? Einen Cerealienkiller. Im Ernst, ich hasse dich. Inhalt: Kugeln verschiedener Kaliber. Notizen: keine. Datum 25. März 2018. Aufschrift: In Ordnung, ich habe es satt, mich weiter aufzuregen. Unfälle passieren, auch wenn man damit besser hätte umgehen können. Was hältst du davon, wenn wir uns wieder vertragen? Inhalt: Cornflakes. Untersuchungen ergaben, dass sie tödliche Mengen an Cyanid enthielten. Notizen: keine. Datum 26. März 2018. Aufschrift: Scheiße, ich war mir sicher, dass du darauf reinfallen würdest. Ich hasse dich übrigens immer noch. Inhalt: Stücke von militärischem Plastiksprengstoff. Notizen: keine. Datum 2. April 2018. Aufschrift: Ich werde dich umbringen, Frank. Ich werde herausfinden, wo du wohnst, und ich werde dir deine verdammte Kehle durchschneiden, während du schläfst. Du wirst für das bezahlen, was du mir angetan hast. Warte einfach. Inhalt: verschiedene menschliche Zähne. Es wurde festgestellt, dass sie mit denen von Dr. Wright in Form und genetischem Material übereinstimmen. Notizen: Dr. Wright beantragte erfolgreich Personenschutz. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass SCP-3671 derzeit nicht in der Lage ist, seine Drohungen wahrzumachen.